Wussten Sie, dass Leibniz auch Gärtner war? Er hatte in seinem Garten, der vor dem Ägidientor lag, angefangen, Maulbeerbäume aufzupflanzen und hat viel mit seinen Gärtnern korrespondiert und hatte ihnen dann sogar Raupen geschickt von dem Seidenspinner. Die armen Gärtner wussten überhaupt nicht, was sie mit anfangen sollten. Und sie wurden dann auf diese weißen Maulbeerblätter draufgesetzt, haben die gefuttert. Das Kokon wurde dann genommen und Seide gesponnen, nach Hameln gebracht, denn dort war eine hugenottische Kolonie. Und die haben diese Fertigkeiten des Seidenspinnens dann mitgebracht und teure Seidenstoffe gemacht. Man musste sie nicht mehr importieren. Und das war auch die Idee von Leibniz, dass hier die Hannover selber unabhängiger wird. Denn es gab außer Bergbau nur Landwirtschaft. Hier im Berggarten wurden dann über 1000 Maulbeerbäume aufgepflanzt und in der Orangerie auf dem Dach wurden die Raupen gefüttert. Es waren viele Raupen und das ging ungefähr 100 Jahre gut. Dann gab es neue Stoffe und andere Handelswege und da war es nicht. Aber Leibniz hat das insgesamt initiiert und wollte eben damit auch seine Akademie wohl finanzieren. So, und unter uns Gärtnern, lieber Gottfried Wilhelm Leibniz, herzlichen Glückwunsch!